Einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge As Dusk Falls. In der letzten Folge, nun ja, hatten wir einen kleinen Rückblick, in dem Vince und seine Frau, naja, ein bisschen aneinander geraten sind an ihrem letzten Abend vor dem Umzug und es sich nicht hundertprozentig aufklären ließ, wer Bruce ist. Aber was wir erfahren haben, als wir wieder in der regulären Zeit waren, in der wir ja immer noch als Geiseln gehalten werden, ist, dass der Sheriff irgendein Geheimnis vor uns hat, weil er nämlich ganz scharf darauf ist, auf ein ominöses schwarzes Büchlein, was er meint, dass die drei Brüder, die uns in Geiselhaft genommen haben, an sich gebracht haben, aber sie scheinen von nichts zu wissen. Und ja, ich habe jetzt das neue Kapitel dann gleich gestartet, also wir sind jetzt gleich zusammen hinten dran quasi, wie auch immer. Und da kommt gleich diese Meldung: dieses Kapitel enthält explizite bildliche Darstellungen von Selbstmord, die manche Spieler verstörend finden könnten. Spieler sind dazu aufgefordert, das Spiel nach eigenen Ermessen fortzusetzen. Du hast auch die Möglichkeit, diese Szene komplett zu überspringen, wobei ein positiver Ausgang voreingestellt ist. Möchtest du diese Szene spielen? Nein, überspringen? Ja, spielen. Na, natürlich wollen wir spielen, aber hiermit seid ihr gewarnt. So ein Ding ist das nämlich. Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit gut, und wenn, ich sehe zu, dass ihr das wieder hinbekommt. Ja, das ist der miese Drecksack von Sheriff. As Dusk Falls. Wovon hat er gelabert, hä? Was für ein schwarzes Buch! Er wollte dich nur verunsichern, Dale, damit sie zum Schuss kommen. Oh Gott, nochmal. Ich hätte mir fast in die zum Hose Schuss kommen. Geschissen. Ich weiß, das war knapp, Zoe gesehen. Aber vergiss das jetzt. Sie drückt ihr Gesicht gegen das Fenster des Polizeiwagens. Wie ein ausgesetztes Schwänchen. Sie ist dort sicher, oder? Jemand gibt auf sie Acht? Ich würde der Polizei nicht über den Weg trauen. Jetzt mach mal halt blank. Sicher geht's ihr gut. 10 Jahre arbeite ich hier unter 3 Managern. Und das Schlimmste, was je passiert ist, war eine Klapperschlange im Klo. Atme durch, reiß dich zusammen. Wieder der Sheriff, hä? Hast du mein Buch schon gefunden? Nein, Arschloch. Werde ich? Schon gesehen. Ey, du mieses... Oh. Aber so reagieren wäre wahrscheinlich das Dümmste, was ich machen kann. Deswegen werde ich. Ich werde es finden. Hetz mich nicht. Hör zu. Dein Kind geht es gut. Und ich sorge dafür, dass es so bleibt. Aber ich brauche das Buch. Hey. Jetzt. Oh. Was machst du da drüben? Lass den Kerl in Ruhe. Er hat mir das Leben gerettet. Er hat uns einmal geholfen. Heißt nicht, dass er es nochmal tut. Doch. Ich sage nicht, dass wir aufgeben sollen. Aber was sollen wir jetzt machen? Kein Haley. Dem Schwein Romero ist es egal, ob wir leben oder sterben. Ich weiß es nicht mehr. Dann lasst mich doch mal helfen. Ziel nicht mit dem Ding auf mich. Ma'am, das ist eine laufende Operation. Oh, wer ist sie jetzt? Sheriff? Soll ich sie festnehmen? Sharon? Sharon, du kannst nicht einfach... Was zum Teufel machst du hier? Es ist Ma. Was? Die Mutter von den dreien. Oh, jetzt wird's kompliziert. Auntie, bitte. Meine Jungs sind da drin. Sie würden mich nicht ausrauben, ohne dass du es weißt. Trotzdem, wenn sie raus sollen, lässt du mich rein. Achtung, bereithalten. Es gibt ein Problem. Verzeihung, Deputy. Oh nein, Chef? Mami kommt. Jetzt gibt's Haue. Lass mich das nicht bereuen. Okay, der Twist gefällt mir. Mami kommt.
bevor er seine Meinung ändert, okay? Ich mag die Lady. Ma, was machst du hier? Ich hab's im Griff. Das hast du nicht. Hi, Ma. Hey, Mama. Hallo, meine Süßen. Oh, du kennst sie. Das wolltest du uns sagen, oder? Irgend so ein Ding ist das doch. Paul. Sharon. Ich hoffe, du willst deinen Jungs die Leviten lesen. Seid ihr zwei Freunde, oder was? Lange Geschichte. Und wie konnte die ganze Sache so verdammt aus dem Ruder laufen? Romero war's. Er will reinkommen, wir wollen einen Helikopter, er lockt uns raus, schießt auf Dale. Niemand kriegt einen Heli. Ich könnte diesen Mistkerl umbringen. Hast du was zu sagen? Nein. Komm schon. Wie haben euch meine Jungs behandelt? Keine Beschwerden. Machst du Witze? Eigentlich keine Beschwerden. Soweit ganz okay. Uns geht's gut. Wir überstehen das. Gut, ja? Das kaufe ich dir nicht ab. Wie heißt du? Vince. Er ist ein Familienvater. Er hat direkt Probleme gemacht. Hält nie die Klappe. Er hat deinen Bruder gerettet. Familienvater, ja? Verstehe. Du hältst meine Jungs sicher für Monster. Aber sie handeln aus Verzweiflung. Sie haben Angst, genau wie du, genau wie ich. Ich sag dir was. Du hilfst meiner Familie und ich helfe deiner. Abgemacht? Ganz ehrlich, fairer Deal. Weil ich dem Sheriff kein Stück vertraue. Deswegen machen wir es so. Hier, der Sheriff hat mir was gegeben. Zwei Wegepager. Er hat was? Er will das Buch, von dem er geredet hat. Er sagte, wenn ich es nicht besorge... Du arbeitest mit dem Bullen? Hey, warte! Ganz ruhig! Tyler Douglas Holt! Lass ihn sofort los! Ich hab ihm mein Wort gegeben. Also will Dante dich ausnutzen und du trickst ihn aus. Warum? Ihr seid keine Monster, die Bullen sind korrupt, überleben. Meine Familie, die Bullen sind... Also jedenfalls der Sheriff, auf alle Fälle. Irgendwas stimmt da nicht. Aber ich habe mit eurem Sheriff geredet und er ist ein mieser Typ. Du bist clever, das muss ich dir lassen. Aber das muss nicht viel heißen. Tyler, wir müssen uns unterhalten. Dieser Idiot Dante glaubt, ich helfe ihm. Dale, Jay, keine Sorge. Ich hole euch da raus. Also was zur Hölle ist hier los? Dante denkt, ich mache hier seinen Job. Aber er steigt sicher schnell dahinter. Nichts ist gut gegangen, Ma. Das geringere Übel. Ich hab dir am Telefon gesagt. Das geringere Übel. Ich müsste mich entscheiden. Der Sheriff. Doch jetzt ist jeder Bulle der Schuld. Ich wurde fast erschossen, nur weil ich im Weg stand. Und wie lautet Plan B? Die Bösen brauchen uns wenigstens Leben. Ja, das stimmt. Aber sei vorsichtig. Sie ist einfach zu clever, wenn du mich fragst. Nach Mexiko. Glaubst du, Zoe wird zurechtkommen? Nach dieser ganzen Sache? Es muss nur gut ausgehen. Dann wird sie das verarbeiten. Sie ist zäh. Sie ist zäh. Zäher, als sie glaubt zu sein. Für ihre Größe ist sie ganz schön zäh. Ich glaube, das hat sie von dir. Bei dem, was du heute alles getan hast, hat sie das wohl von uns beiden. Oh, und Nokia. Komm, 51, leck mich am Ärmel. Hatte ich auch. Verdammt nochmal, hör jetzt zu. Vergiss den Hubschrauber. Wir wollen einen Schulbus. Groß genug für uns und die Geiseln. Warte, wir nehmen sie mit? Roadtrip. Ja, das hab ich gesagt. Warum bist du auch so gutgläubig? Stopp. Pass auf. Wenn das bis zum Morgen dauert, kommt die Bundespolizei, vielleicht das FBI.
Und wir beide wissen ganz genau, dass du die wirklich nicht... Damit kann ich leben. Ruf an, wenn alles da ist. Birds of Arizona. Hey, was hast du da? Das ist nicht das ganz ist schwarz, aber... Das ist ein Buch über Vögel. Ah, es ist irgendeine Art Versteck. Schatz, woher hast du das? Das gehörte dem Sheriff. Ich dachte... Irgendwas war da drin. Vielleicht hast du es verloren. Ich weiß nicht. Ich habe nicht reingeschaut, seit wir hier sind. Vielleicht ist es draußen im Truck, aber Romero hat einen Scharfschützen. Er geht. Ich? Wir sitzen im selben Boot. Und Jay, du gehst auch. Wenn er was anstellt, tu, was du tun musst. Eine Woche zuvor, Two Rock County. Trailerpark oder... Nee. Farm? Gefahren. Ja, toll. Habt mal versprochen, wir machen das Dach, sonst übersteht es keinen Sturm mehr. Hier. Mach dich nützlich. Hau dir auf den Finger, hau dir auf den... Nee. Du musst mir neue zuschneiden. Meinst du schaffst das? Hab ich schon mal gemacht. Kiefer. Leicht zu sägen und leicht zu vermassen. Also pass auf. Mach ich. So. So ein Ding wird das. Wischen. Auch nochmal gewischt. Ich wische hier alles auf. Welche Taste? Ach, egal welche Taste. Okay, cool. Machen? Hartholz? Fragezeichen. Weichholz? Weichholz? Was? Ich dachte, Dielen. Was? Dielen hast du gesagt? Ja, glaub schon. Hörst du das, Tyler? Er ist ein Dealer. Was? Komm halt die Presse. Du bist voll drauf reingefallen. Schau ihn dir an. Auch ein Streich spielen? Oh komm. Wir sind Brüder. Vergessen. Hab was für dich. Ja? Mittelfinger. Oh, ja. Ich wissen müssen. Ja. Ich hab ihm was beigebracht. Ja. Kennt man. Ich hab einen großen Bruder. Hey. Wollen wir uns zudröhnen? Wie? Nee, muss noch was ausladen. Nein. Ich hatte nichts von... Lieber nicht. ...Krönungen. Sicher? Ja, sicher. Und du solltest auch nicht, du verdammte Axt. Du bist auf dem Dach, du Idiot. Oh. Hey, ich sag's noch. Nicht loslassen. Ganz ehrlich, ich hätte erst gedacht, dieser Videostil wäre irgendwann ausgenutzt, aber irgendwie funktioniert's. Ich weiß nicht. Spielt's mal selber, dann werdet ihr es merken. Ich sitze hier vor meinem 32 Zoll Curved Monitor und bin da immer gut drin. Hoffe ich. Verderbe euch nicht den Spaß. Pa. Was? Keine Umarmung für deinen alten Herrn? Oh, fuck. Die Party ist vorbei. Hey Jungs, ihr seid wohl mit dem Dach fertig. Wenn ihr hier wie ein paar Mädchen rumkichert. Siehst du doch.
Wir kommen gut voran. Was? Das hast du gemacht? Nein, ich war das. Nun, du bist zwar nicht das hellste Licht im Hafen, aber du bist besser als deine Brüder. Und schneller auch noch. Hättest du uns geholfen, wären wir auch früher fertig. Ich hatte in der Stadt zu tun. Und wie viel hast du diesmal verloren? Komm schon, Jay. Bist nicht zu alt für Prügelteile. Verpiss dich und lass ihn in Ruhe. Tu dir einen Gefallen, Junge, und halt dich raus. Immer wenn mein Papi seine Uhr abnahm, war es Zeit für eine unvergessliche Tracht Prügel. Halt das. Ja, aufs Maul, Junge. Sehr dumm. Wieso? Sich einfach verprügeln lassen ist auch nicht schlau. Worum um alles in der Welt streitet ihr euch diesmal? Nichts. Ich beglückwünsche die Jungs nur zu der guten Arbeit. Hab dich nicht zurückkommen hören. Wieso? Wolltest du den roten Teppich ausrollen? Damit du darauf herumtrampeln kannst? Deinen Scheiß aufzuräumen ist das Letzte, was ich brauche. Also, will mir jetzt mal jemand verraten, was hier eigentlich los ist? Jay? Wahl sagen. Pa meinte, das mit dem Dach dauert zu lang. Dann wurde es hässlich. Ja. Wann werdet ihr alle mal erwachsen? Ich hab nicht genug für fünf gekocht. Willst du was essen? Mach's dir selber. Nein, danke. Hab keinen Hunger mehr. Jay, bring diese Hasen rein. Ich häute sie später. Wir kommen gleich nach. Ich mach uns kalte Getränke. Ich weiß nicht, ich mag die Frau irgendwie. Ja, ich mag starke Frauen, bin ich ganz ehrlich. Hallo, Junge. Ich vertrete einige Geschäftspartner deines Vaters. Oh oh. Das ist gut. Das ist ein ordentlich geführter Haushalt. Hausfriedensbruch. Das wird ihn jetzt wohl weniger interessieren. Kann ich helfen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Sir? Deine Einstellung gefällt mir. Du kannst mir tatsächlich helfen. Lass mich raten. Für Dale bist du zu jung und Tyler ist größer, habe ich gehört. Also musst du wohl Jay sein. Ich überbringe eine Forderung. Was? Ist dein Vater da? War gerade hier. Kenne sie nicht. Der Vater ist ein Wichser. Er war gerade da. Komm, da draußen. Er war hier. Sie sind zu spät. Ach, Mist. Wie schade. Mein Auftraggeber ist ziemlich beharrlich. Ich soll eine Anzahlung einfordern. Darf ich? Na. So soll es gehen. Nimm den Aschenbecher. Wenn's sein muss, aber keine Asche auf den Boden. Ich dachte, ich hätte Streichhölzer. Ja, okay, da geht's auch noch. Ach, eine gute Zigarre hat schon was. Und ein Glas Single Malt dazu. Ich bin kein Freund von Gewalt.
aber mein Auftraggeber. Wenn dein Paar seine Spielschulden nicht bezahlt, mit Zinsen, wird das sein geringstes Problem sein. Kein Problem. Das ist Paars Problem. Der Typ ist ein Wichser. Das hat nichts mit mir zu tun. Das ist sein Ding. Ja, aber ich fürchte die Sünden der Väter. Interessant, aus der Schweiz. Die Uhr, ein Sammlerstück, glaube ich. Deine? Nein, sie ist nicht viel wert. Vielleicht können wir ein Abkommen schließen. Wenn du mir die Uhr gibst, rede ich mit meinem Auftraggeber und erkläre die Umstände. Sieh es als Zeichen des Wohlwollens. Haben wir eine Abmachung? Wenn ich sie behalte, ich weiß nicht, ob er dann auf uns irgendwie losgeht oder nur auf den Vater. Deswegen geben wir die Uhr. Das war doch nicht so schwer, oder? Ah, das gibt danach Probleme mit dem Arsch vom Vater. Jay, meine gottverdammte Uhr! Hey! Ah, gut. Oh. Deinen Leuten doch gesagt, sie sollen mich in Ruhe lassen. Hau bloß ab, geh in das Loch zurück, aus dem du gekrochen bist. Oh. Ich hab gedacht, der wäre härter. Du hast dein eigenes Grab geschaufelt, Holt. Auch das deiner Familie. Du hörst von uns. Wenn ich dich oder deine Lackaffenfreunde nochmal hier sehe, verbrenne ich euch bei lebendigem Leib. Du lässt dich von dem Lackaffen einschüchtern? In deinem eigenen Haus? Was ist los mit dir? Tut mir leid. Tut mir leid? Was soll das heißen? Jay, wo ist die Uhr? Scheiße. Hab sie ihm gegeben. Oh. Ich wollte nur helfen. Ach, Scheiße, verdammt. Kannst du denn gar nichts richtig machen? Wer war das? Die Zeugen Jehovas. Noch mehr von deinem Problem. Jay, was war los? Halt diesmal deinen verdammten Mund. Nein. Nein, Mama macht dich fertig. Paar steckt in Schwierigkeiten. Er wollte Geld. Jay. Für Spielschulden. Er sagte, wir kriegen Probleme, wenn wir nicht zahlen. Herrgott nochmal, Bär. Wie viel? Ich kümmere mich drum. Wie? Indem du wegläufst? Bär, ich rede mit dir. Ich sagte, es ist nicht dein Problem. Aber ich muss es wieder gerade biegen, wie immer. Wenn du uns immer nur Ärger einbrockst, warum kommst du dann überhaupt nach Hause? Selbst wenn wir nichts haben, nimm es uns weg. Schon gut, Ma. Schon gut. Ja, du kannst stark sein, wie du willst, aber manche Sachen... An der Straße. Ich bin auf dem Dach, nicht schießen. Das wird klasse. Ja, das wird bestimmt klasse. Hämmern. Ich hämmer. Nenn mich Sledgehammer. So hämmer ich. Und wieder rumgehämmer. Alles
okay? Fantastisch. Alles fantastisch. Hey, wo hast du gesessen? Mal da, mal da. Schau im Führer. Aber meistens mal da. Schau hinten. Meistens auf der Ladefläche, oder? Zwischen den Sitzen, das macht Sinn. Hat er eine Gesichtstasche gehabt, das Buch. Da bist du ja. Ah. Wollte der Sheriff das? Scheint so. Bloß Zahlen. Behörde für Wasser und Energie, $12,000. Eastside Land Holdings, 8.000. Das sind ja Hunderte. Was ist das, Bestechungsgelder? Hey, alles okay? Ja, nur, dass wir so verdammt tief hier drin stecken. Du, ich, der Sheriff, meine Familie. Wenn du wüsstest, was die letzten Wochen los war. Es ist einfach alles so krank. Kannst du nicht einfach gehen? Du bist nicht krank. Muss schwierig sein. Du bist Teil des Problems. Nee, ach, ist ein guter Junge, Mann. Kannst du kein Busticket kaufen und dich aus dem Staub machen? Wenn es so einfach wäre. Wolltest du schon immer was tun, aber du wusstest, dass der Blödsinn nie klappt? Klar. Mhm. Ich war Flugzeugmechaniker. Hab 747 und kleine Cessnas repariert und so. Aber als Kind wollte ich keine Flugzeuge reparieren, sondern sie fliegen. Eigentlich wollte ich unbedingt Fluglehrer werden. Oh Gott. Was hat dich abgehalten? Geld, Familie, Angst. Leben? Das Leben. Das Leben ist mir in die Quere gekommen. Ich wurde älter, andere Dinge waren wichtiger. Aber so wie alles gelaufen ist, hätte ich es vielleicht versuchen sollen. Ich wollte schon immer Ranger werden. Und zu diesem Ort mit dem Geysir. Yellowstone? Yellowstone. Ja, genau. Das Ding in die Luft schießen sehen. Voll cool. Ich sag dir was. Lass uns heute hier lebend rauskommen. Dann können wir beide unser Leben überdenken. Wir sollten zurückgehen. Ja, er ist ein guter Junge. Warst du verheiratet? Klar, mit Rains Mutter. Ich auch. Hat mich verlassen. Weil ich zu viel trinke. Wins Mutter hat dich verlassen? Genau. Sharon's Bar. Bist du nicht vor 15, 20 Jahren hier gewesen und hast dich als Geschäftsreisender oder sowas ausgegeben? Hey, hör zu. Lass gut sein. Hey, wir haben es. Schaut euch beide an. Wie Selma und Louise. Heilige Warte. Scheiße. Was ist das alles? Warte. Warte mal, mit Vins Mutter, wenn er da war, dann gehört die da auch zu dem Kaff, oder wie? Sharon ist zu jung, die könnte es bestimmt nicht sein. Ich weiß auch nicht, wie alt Vince ist. Aber egal, wie alt er jetzt ist, denn die Folge ist alt genug. Und ich sag einfach mal, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, wie immer, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao.